Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch. Ja, ich werde, denke ich mal, erstmal ein Vor-Unboxing machen, wo ich euch jetzt ein bisschen was erklären kann und warum es davon mehrere Videos geben wird. Ich habe von Cambridge Audio netterweise was hier bekommen. Das werden wir jetzt erstmal ein Vor-Unboxing machen, damit ich euch zeigen kann, was da kommt und den richtigen Unboxing kommen dann. Weil ich habe hier einmal Boxen, ich habe einen Subwoofer und ja, dann so eine Art Anlage oder so. Die Komponenten kann man alle einzeln kaufen. Dann kann man sich dann halt aussuchen, ob man eine 2.1 oder eine 5.1 Anlage haben möchte. Und dann kann man sich die selber zusammenstellen. Auch welche Boxen man haben möchte. Von den Boxen, die ich habe, gibt es auch noch andere Modelle. Kleinere, schmalere, mit zum Anhängen, nicht zum Anhängen, in verschiedenen Farben und. Also könnt ihr euch eure Anlage sozusagen individuell zusammenstellen. Ich habe mich jetzt für die Boxen und für diesen Subwoofer entschieden. Die werde ich euch jetzt nur die Kartons zeigen, was alles mitkam. Und das eigentliche Unboxing kommt danach. Ja, ich hätte eigentlich nur ein Unboxing machen können, aber ich wollte heute euch begründen, warum und weshalb. Ja. Und die haben mir netterweise, weil ich habe ja auch nicht mehr so viele Kabel, auch gleich noch Kabel mit dazu geschickt. Was haben wir denn hier? Wir haben hier dann, die kann man auch bei Cambridge Audio alle denn ordern. Ganz normale, seht ihr das? Das sind halt so normale Boxenkabel. Dann ein Cinch. Ich denke mal, der wird Coax sein. Oh, da steht sogar Cambridge Audio drauf. Seht ihr das? Cambridge Audio. Also das finde ich immer geil und auch vergoldet. Das ist so ein netter Gimmick. Ich mag das ja, wenn die Firma da drauf steht. Viele sagen dann immer, das nervt mich oder so. Mich ehrlich gesagt nicht. Ah, dann habe ich hier auch noch Visitenkarten mit beigekriegt. Ah, Dankeschön. Mit einer kleinen Notiz für mich. So, dann haben wir hier Cambridge Audio. Your Musik, Your Passion. BT100, Bluetooth. Ach, das ist ein Bluetooth-Stick. Ach, da kannst du. Ah, okay. Das ist ein Bluetooth-Stick. Da kannst du Laptop, PC, MacBook. Also könnte ich auch mein PC per Bluetooth daran koppeln. Oder auch Handys. iPhone, iPod Touch, iPad, Most Android. Also andere Android-Smartphones, Mobildevice, A2DP Support. Ist ja geil. Also das ist ja geil. Das stellst du denn so hin? Also da haben wir denn hier so eine, einfach was wir hinstellen und da können wir das dann ranmachen. Und dann verbindet sich das per Bluetooth mit unseren Geräten. Das heißt, wir können, wenn wir ein iPod haben, was ich nicht habe, aber hier, Smartphone. Und ich habe da ein paar Lieder drauf und sage, ey, guck mal, oder ein Kumpel kommt und hat ein paar Lieder drauf, ey, kann ich meine Musik anmachen? Ja, sag ich, verbind dich. Und dann verbindet der sich da drüber per Bluetooth und dann kann er die Lieder davor darüber abspielen. Das finde ich saugeil. Und ich könnte auch meinen PC darüber verbinden. Jetzt müssten wir dann nur noch gucken, was bei der Anlage an Ausgängen ist. Weil ich habe ja jetzt meine Yamaha Soundbar dran und die ist ja auch über WLAN mit dem Radio im Bade, nee, Radio in der Küche, Box im Badezimmer verbunden. Dann kann ich alles, was ich hier habe, darauf wiedergeben. Wenn die Anlage jetzt nicht nur einen optischen Eingang hat, sondern vielleicht zwei ja so ja, oder per Bluetooth, dann könnte ich praktisch von der Anlage in die Soundbar gehen. Oder von der Soundbar in die Anlage. Muss ich mal gucken, wie ich das am besten cool machen kann. Ich könnte dann halt rein theoretisch auch alles, was auf der Soundbar ist, zur Anlage, von der Anlage oder von der Anlage zur Soundbar, sagen wir mal so. Und dann geht es, dann kann ich sagen, hier PC-Sound und dann bin ich nicht nur auf dem Fernseher begrenzt. Dann kann ich auch sagen, ich mache, was weiß ich, irgendein Video vom PC an und kann den Ton hier in die anderen Räume streamen. Das ist ja geil. Das ist richtig, richtig geil. So, das packen wir mal hier hinten hin. Die Kabel auch. So. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir das hier
Und Cambridge Audio steht natürlich für Qualität, das ist klar. Also ich hatte ja schon Kopfhörer und andere Cambridge Audio Produkte, die waren eigentlich immer eine super Qualität, da kannst du echt nicht meckern. So, und ich habe die MIN, also MIN 22 Satellitenspeaker. Ja, haben wir hier auch. So, und das Bild ist ein bisschen anders, als was die ich ausgesucht hatte. Ich weiß auch gar nicht, ob die 22 waren. So, die werden wir uns dann, können wir kurz einen Blick drin werfen. Ach, hier sind so direkt eine Wandhaltung mit bei. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Weiß, passt. So, dann haben wir die Speaker. Dann fehlt jetzt noch der Subwoofer. Oh, Subwoofer, oh Gott. Ja, wieder Cambridge Audio und das ist der Minix X301. Leck mich am Arsch, hat der ein Gewicht. So, da müssen wir noch aufmachen, den habe ich nämlich gerade erst geholt. Der kam nämlich an die Adresse der Firma, also an die Odins Testadresse und nicht an meine private. Das sind nämlich zwei verschiedene Adressen. Na, komm mal her. So. Zack. Ach, der ist hier auch gleich noch mit drin. Ja, da würde ich sagen, hier sind dann auch nochmal Kabel mit bei. Da sparen wir uns das Unboxing. Also da kann ich euch jetzt nicht groß was rausholen. Den, weil das ist schon der Karton, wo der Subwoofer drin ist. Den müssen wir dann separat nochmal machen. Logischerweise in einem Unboxing. Ich werde euch die Links natürlich... Das ist auch ein schwerer Ding. Alle drunter packen. Oh Gott. Also die haben ja ein schön Gewicht, die Sachen, muss ich sagen. Und hier haben wir denn... Wo haben wir denn? Cambridge. Ja. Oh, Cambridge. Also das seht ihr nicht. Hier unten Cambridge. Und das ist der CX Series. Oh Gott. Hier haben, ach so, hier ist jetzt ja auch so. Ja, da haben wir dann hier auch gleich den verpackt. Den müssen wir dann auch dann separat machen. Ich würde sagen, dann fangen wir mit dem auch gleich mal an nachher. Den lasse ich mir hier mal drauf stehen. Machen wir mal hier zu. Dann packen wir mal die Boxen hier weg. Die machen wir dann danach. Und die Kabel auch wieder weg. Ja, dann wisst ihr, was euch jetzt gleich erwartet. Ich werde alle Videos, die ich jetzt mache, also Unboxing, Hardware und denke mal, ich werde auch ein Anschlussvideo machen, werde ich hintereinander weg online schalten. Also vor Unboxing, 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 Hardware, Hardware, Hardware oder Unboxing, Hardware, Unboxing, Hardware, Unboxing, Hardware und dann das Anschlussvideo. Also die Reihenfolge bin ich mir noch nicht so schlüssig. Als erstes werden wir jetzt den CX Series machen. Da bin ich schon mal sehr, sehr gespannt drauf. Und dann würde ich jetzt hier einen Cut machen und würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen würden. Wenn es euch gefallen hat, A-Däumchen wären Träumchen. Falls die Glocke nicht zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ich ein nächstes Video mache. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.